Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz Online-Kongresses 2022. Mein Name ist Sebastian Mauritz, bei mir Dr. Michael Bohne. Hallo, lieber Michael. Hallo, Sebastian. Ja, danke, dass du auch bei diesem dritten Kongress mit dabei bist. Ich schätze dich als Mensch, ich schätze dich als jemand, der Dinge weiterentwickelt, der sehr integrativ denkt, der auch dieses ganz wichtige Thema Humor und Leichtigkeit nicht nur nebenbei, weil es halt irgendwie gerade so passt, reinbringt, sondern auch da ganz großes Plädoyer hält, nicht nur in Coaching, sondern auch in therapeutischen Kreisen und auch für deine Arbeit im Bereich Hirnforschung, für diesen steten Drang nach vorne, mehr Wissen, mehr entwickeln. Und ich schätze sehr deine klare Meinung zu Psychotherapie, zu Dingen, die wirken, die nicht wirken und wie klar man das sagen sollte. Deswegen ganz herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Super. Frage gleich zum Start. Das, wie wir gerade schon bemerkt haben, ein bisschen selbstironisch gewählte Thema Erblühen aus Krisen und Potenzialentfaltung. Was mich damals sehr beeindruckt hat, war deine Geschichte. Wie du sozusagen der geworden bist, der du jetzt heute bist und wie du wirkst. Magst du die mal kurz umreißen, weil ich finde das sehr gern. Ne, immer wieder schön zu hören. Ja, sehr gern. Ja, das ist, ja, passt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, an den Aspekt, aber der ist natürlich wichtig. Also ich bin ja, sag ich mal, mit 5 zur Schule gekommen und ich glaube, das war ein bisschen früh. Und dann habe ich eigentlich in der Schule nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht. Also ich war nicht so gut, ich habe viele Fehler gemacht, habe nicht gut lesen, nicht schreiben können, habe gekrickelt wie verrückt, hatte nachher was, was man Legasthenie nannte. Also eigentlich war ich nur extrem kreativ, was Rechtschreibung anging. Habe mir sozusagen erlaubt, alle Regeln gleichzeitig anzuwenden, die ehemaligen, die aktuellen und alle zukünftigen. Aber das ging gar nicht, ich hatte 40, 50 Fehler pro, sogenannte Fehler pro Seite. Und dann bin ich in der 6. Klasse sitzen geblieben. Und dann war ja nach der achten Klasse waren meine 9 Schuljahre zu Ende, meine Pflicht. Und ich wusste, dass ich da nicht länger bleiben kann auf der Schule, weil ich war schon in der Klasse für schwer erziehbare Kinder, die von der Rektorin geleitet wurde. Da waren nur 6 oder 5 Leute drin, ein Ausländer, ein Drogenabhängiger, ein Behinderter und ich oder so. Das war schon speziell. Ich meine, ich war nicht bösartig, ich war Klassenkasper. Ich würde mal sagen, das Konzept Schule hat mich nicht erreicht. So, ne? Da kann man noch mal genau hingucken, was ich da alles gemerkt habe. Ich glaube, dass ich da, obwohl ich so jung war und so und jetzt auch nicht so ein super reflektierter Typ war, glaube ich, habe ich wahnsinnig viel, ich hätte die beraten können, wie man es besser machen kann, so im Nachhinein, wenn ich so überlege. Ne? Und dann bin ich halt raus aus der Schule, ohne Hauptschulabschluss, nach der 8. Klasse aus der Schule rausgegangen, geflogen. Und da, bin dann sofort zur Volkshochschule gegangen. Das hatte ich mitgekriegt, dass man seinen Hauptschulabschluss nachholen kann. Und habe dann meinen Hauptschulabschluss in 6 Monaten nachgeholt. Da waren nur Erwachsene, das waren Nachmittagskurse. Ich habe morgens gejobbt, nachmittags bin ich da hingegangen. Coole Lehrer, das waren so damals diese linken Lehrer, die keine Festanstellung gekriegt haben. So Rockmusiker-Typen und sowas, aber super gute Lehrer. Und die haben gesagt, sieh zu, ob du kommen kannst oder nicht. Also kein Zwang und so, totale Freiheit. Das hat mich total angekickt. Ich bin da andauernd hingegangen dann und habe dann den Hauptschulabschluss in 6 Monaten gemacht, qualifizierten Hauptschulabschluss und auch gut, sehr gut gemacht. Und meine eigene Klasse, die war noch in der 9. Das heißt, ich habe die draußen als Schulversager quasi überholt. Ne? Das war schon resilient, also, und auch resilienzfördernd. Und ich glaube tatsächlich, so lustig und vielleicht klein die Episode ist, die ist immer noch zentral bestimmend für mein Leben, dass ich draußen außerhalb einer rigiden, festen, nicht sehr sinnhaften Organisation nicht besser entwickeln kann als innerhalb. Ne? Und dann hatte ich den Hauptschulabschluss nach 6 Monaten und dann dachte ich, ja, das geht ja. Dann habe ich nur den Realschulabschluss noch nachgeholt, weil ich wusste, ich will Physiotherapeut, also Masseur werden. Und da war ich noch zu jung zu auch. Also habe erstmal den Realschulabschluss nachgeholt, nebenbei weitergejobbt und erstmal in Supermärkten und in irgendwelchen Geschenkeläden. Und nachher mit 16 habe ich angefangen, im Krankenhaus zu arbeiten, hatte so einen Schwesternhelferkurs gemacht und dann hatte ich das Praktikum, da gehörten 2 Wochen Praktikum im Krankenhaus zu und das war so klasse. Und das ging ganz gut, dass die gesagt haben, willst du hier nicht mal Extrawachen machen? Und dann habe ich angefangen, Extrawachen zu machen im Krankenhaus, Ausstadtkrankenhaus in Hannover. Und war da, ich glaube, insgesamt 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang habe ich Extrawachen im Krankenhaus gemacht. Dann Realschulabschluss nachgeholt, die Physiotherapie-Ausbildung gemacht in Koblenz, war großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber weil man auch das, was man lernte, sofort bei Patienten anwenden konnte. Das ist natürlich cool, ne? Ja. Und dann habe ich danach dann eben 1,5 Jahre in dem Beruf gearbeitet, als also Anerkennungspraktikum war das, und ich habe gemerkt, das kann ich nicht. Also ich hatte Unterarme wie Popeye, die waren riesen vor diesem ganzen Massieren immer. Und ich merkte, das ist intellektuell komplett eine Unterforderung. Dann habe ich überlegt, mache ich jetzt Physiotherapie, die große Ausbildung noch, oder ich mache jetzt erstmal Abitur nach. Und dann war ich am Hannover-Kolleg und habe da 3 super Jahre verbracht. Also erstmal habe ich unabhängiges BAföG gehabt, elternunabhängig, weil ich einen Beruf hatte. Habe dann weiter meine Nachtwachen auf der Intensivstation mittlerweile gemacht und hatte ganz viel Geld zur Verfügung und habe tolle, mit Erwachsenen zusammen das Abitur nachgeholt. Das war eine großartige Zeit, war echt toll. Und dann war Abitur fertig da am Hannover Kolleg. Und dann, ja, war klar, dass ich Medizin studieren wollte und habe dann in Hannover angefangen, Medizin zu studieren. Ja, und ja, dann zog sich ja dein Weg dahin so ein bisschen, wo du jetzt bist. Was mich eben wirklich so angesprungen hat, war dieser Aspekt, außerhalb von bestehenden rigiden Systemen deinen Weg finden. Da interessieren mich 2 Aspekte dran, weil das eine sehe ich in deiner heutigen Arbeit und in deiner sehr, ich nenne es mal, Klarheit schenkenden Deutlichkeit in deiner Position gegenüber den rigiden Systemen, denen wir ja ausgesetzt sind in Deutschland, zumindest im psychotherapeutischen Bereich einerseits und dieser. Was ich fast noch spannender finde, ist, wie findet man oder wie hast du deinen Weg gefunden? Wie hast du deinen Weg gefunden? Hörst du mich? Ja, jetzt wieder, Außerhalb der Rigidität. Also wenn du in die Freiheit kommst, dann brauchst du ja einen inneren Kompass, dann brauchst du ja einen inneren Leitstern. Wie hast du das gemacht? Weil du hast ja wirklich Großartiges aufgebaut. Ja, spannende Frage. Erstmal glaube ich, ich war ja nicht, als ich aus der Schule geflogen bin, war ja nicht mein Konzept, Leute, ich bin super hochbegabt, werde erfolgreich, werde Bücher schreiben und werde ganz viel Geld verdienen. Das war nicht mein Konzept. Mein Konzept war, wo habe ich jetzt Lust drauf? Einen Hauptschulabschluss nachholen. Also ich habe relativ kleine nächste Schritte angepeilt, glaube ich. Ich habe nie weiter als 2-3 Jahre gedacht eigentlich. Und als ich am Kolleg angefangen habe, Abitur, das war ja 3 Jahre erstmal, da habe ich dann gesagt, vielleicht will ich danach Medizin studieren. Also würde mich schon interessieren. So, aber das war mir, es war auch da nicht so, ja klar werde ich Arzt. Das war nicht selbstverständlich. Ne? Also das, jetzt mache ich erstmal, ich war sehr prozessorientiert eigentlich. Das, was jetzt dran ist, das habe ich gemacht. Und dann habe ich geguckt, wo zieht es mich eigentlich hin? Wo habe ich Bock drauf, was Nächstes zu machen? Und ich glaube, ich habe nicht so sehr geguckt, was muss man machen, was machen andere. Da hatte ich ja eh keine Chance. So, ich habe mich auch nicht verglichen mit Leuten, die jetzt am Gymnasium schon waren oder so. Punktuell natürlich immer mal, aber das war jetzt nicht so, dass ich irgendwelchen Neuandern nachgeeifert bin. Ich habe eigentlich das aus mir selbst rausgeholt, was ich als Nächstes machen will. Und was mich, jetzt müsste man natürlich mal denken, was war der intrinsische Motivator? Also mich hat schon fasziniert, zu verstehen, was, erstmal, dass ich Masseur werden wollte, weil die Partnerin meines Vaters, oder ich meine, das ein bisschen komplizierte Familienverhältnisse bei mir, aber die hatte eine Massagepraxis und es war klar, ich soll die mal übernehmen. Also von daher wollte ich schon als Kind, war klar, ich soll das da alles übernehmen und ich werde Masseur. So, das war schon auch, und das fand ich interessant, also so medizinisch was zu machen und Leuten zu helfen, die da so krumm gehen und so, fand ich gut. Und dann war es nachher eher so dieses, als ich dann weitergemacht habe, dieses Phänomen Psychosomatik. Ich hatte sozusagen einen sozialen Vater, der sehr schwer krank war, also der belastet war, psychosomatisch. Keiner konnte ihm helfen und das hat mich schon zum einen ja auch belastet und zum anderen aber auch fasziniert. Das hat der. Wie kann sowas sein? Wie kann man sowas kriegen? Also das, deswegen war da ganz klar, auch schon in der Physiotherapie hat mich die Psychosomatik eigentlich am meisten interessiert. Ich habe schon damals ein Buch gehabt aus der Physiotherapie, was darum handelte, wie Bindegewebsmassage, also Faszientechnik, quasi Emotionen beeinflusst. Das damals. Hat kein Mensch damals interessiert. Das war wirklich irgendwie, weiß ich gar nicht, wie ich da reingekommen bin, aber ich habe gemerkt, das kickt mich komplett an, dass man über Hautkontakt, über Hautstimulation die Psyche beeinflussen kann. Ne? Von daher ist dieses Idee mit dem Klopfen und Körper mit in die Psychotherapie zu nehmen, das war damals schon, da war ich gerade mal 20 oder so, hat mich da schon fasziniert. Ne? Ja, spannend. Und dann war, glaube ich, so sozusagen diese Suche, Psychosomatik, was ist das, wie geht das, wie funktioniert das? Mhm.
Und ich glaube, was schon wichtig war, im dritten Semester, ich meine, gerade angefangen in der Medizin, habe ich ein Praktikum gemacht bei Professor Freiberger, der war der Chef der Psychosomatik in Hannover. Und Freiberger war wie alle Ärzte Psychoanalytiker im ersten Beruf, aber hatte gerade seine systemische Weiterbildung bei den Heidelbergern gemacht. Also die hatten da ein Mailänder Modell, also mit Einwegscheibe, und Fritz Simon und Watzlawick und solche Leute waren da als Supervisoren zu Besuch, ja. Und das und Freiberger war ein extrem innovativer, kreativer und auch witziger, humorvoller Typ. Das wäre ein Rheinländer, und der hat auch noch Witze gemacht. So. Also ich erinnere mich an ein Patientengespräch, da habe ich mit einem Patienten gesprochen, das waren so Patienten, die Lebertransplantation kriegen sollten. Und dann ging es darum, so Anamnese, trinken Sie Alkohol? Und der, nee, gar kein Alkohol. Sag ich, gar kein Alkohol, auch nicht mal ein Weinchen oder ein Bierchen oder so. Und Freiberger saß hinter der Scheibe, hat das mit angeguckt, wie ich das Gespräch führe, und hat wohl dann gesagt, was macht denn der Bohne da? Hat er jetzt einen Weinladen aufgemacht? Also aus Spaß natürlich. Ne? Hat er einen Weinladen aufgemacht? Will er den Leuten jetzt hier Alkohol verkaufen oder was? Und die haben sich da alle kaputt gelacht hinter der Scheibe. Und das war so Freiberger. Ne? Oder da war ich nicht mit, aber die waren dann zu einem Weihnachtsessen. Und Freiberger liebte China und chinesisches Essen, dann waren sie chinesisch essen, und dann sagte eine Studentin, boah, jetzt bin ich voll, ich kann nicht mehr. Ne? Und dann sagte Freiberger, der Experte für Bulimie war, mach doch nichts, gehen Sie auf Toilette, kotzen Sie eine Runde, dann kommen Sie wieder, können Sie weiter essen. Ne? So, also so jemand, der so große Themen und auch belastende Themen dann trotzdem von einer humorvollen Seite anguckt, das tat total gut. Und ich meine, das war eine Koryphäe, und trotzdem hat er nicht so heilig getan. Das hat mich schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Das war schon auch prägend. Dann höre ich, ist viel bei dir auch anscheinend über Resonanz geschehen. Ja, klar. Oder? Und natürlich habe ich mich orientiert an irgendwelchen Leuten. Na klar, ja, unbedingt. Ja. Also das hat mich fasziniert. Also Freiberger hat mich fasziniert. Und Ture von Uexküll zum Beispiel, dem habe ich damals geschrieben. Ne? Ich habe dem geschrieben einfach mal, weil ich Fragen hatte, und dann hat er geantwortet. Also das war total beeindruckend. Hat mir empfohlen, dass ich so Balint, so Anamnesegruppen mache. Gab es an einigen Universitäten, so Gesprächsgruppen waren das eigentlich. Mhm. Und das habe ich dann gemacht auch. Und war auf der Balint-Gesellschaft damals ein paar Mal mit als Student. Das waren schon, ich habe schon quasi meine Fühler ausgestreckt und geguckt, wo ist was, was mich anspricht. Und das war schon auch beeindruckend, dass dieser bekannte Ture von Uexküll mir damit selbst getippt sogar, da war ein Tippfehler in dem Schreiben drin, dann geantwortet hatte. Ne? Krass, ja. Und wenn man jetzt mal, weil es geht ja auch, sag ich mal, mit Blick auf die letzten 2 Jahre darum, zum Teil sich neu zu erfinden, aus den alten Mustern wirklich auch raus, nicht mehr vom Gleichen, sondern mal was anderes zu machen. Wenn du mal Neudeutsch Mindset, Normaldeutsch Haltung, Denkmuster, wie auch immer, wenn du mal dein Mindset dir anguckst, ja. Und PEP ist ja nicht nur, das ist die Methode, die du entwickelt hast, PEP ist ja nicht nur Klopfen, du beschreibst das als Klopfen für Profis, da sind zum einen die bifokalen Techniken drin, aber halt viel, viel mehr. Ja. Und was mich interessiert, ist auch wieder, wie muss man das denken, um aus diesen schon auch rigiden Schulen eher mit einer integrativen Brille drauf zu gucken und sagen, ich nehme das, was funktioniert. Mir ist das auch egal, ob das gegen die Lehrmeinung ist. Ich mache da was selber. Also ich war im Grunde Außenseiter, und das ermöglicht das. Ich meine, wenn man mal guckt, wer wird Soziologe, wer betrachtet die Gesellschaft von außen, das sind auch oft Menschen, die irgendwie Außenseiterbiografien haben. Und ich glaube, was noch wichtig ist, ich bin in einer sehr engen religiösen Gemeinschaft groß geworden. Die Nordapostolische Kirche heißt das, da bin ich reingeboren, meine Eltern waren da schon reingeboren. Das war im Grunde so eine Art Sekte, aber jetzt nicht nur negativ, also das war streng und so, aber da waren viele Sachen super klasse. Ich fand das teilweise auch richtig gut, aber ich merkte irgendwann, das stimmt hier für mich gar nicht mehr, und bin dann da ausgestiegen. Und das ist schwer. Also aus so einer Glaubensgemeinschaft, wo alle Verwandten mit drin sind, auch Freunde drin sind, da auszusteigen, das ist schwer, weil du ja nicht nur sagst, ich mache mal jetzt was anderes, ich gehe mal auf eine andere Straßenseite, sondern du hast eine Entscheidung getroffen, die Ewigkeitsauswirkungen hat. Das war echt eine Herausforderung. Ich habe jahrelang auch davon geträumt, von diesen Thematiken. Aber ich sage mal so, wer das schafft, da aus so einem System, was Ewigkeitsanspruch hat, auszusteigen, der kann auch von einem irdischen System gegenüber eine gewisse Kritik haben. Ne? Und mich hat, ich habe einfach relativ gut geguckt, überzeugen mich die Leute auch.
Und ich war ja dann, als das Studium zu Ende war, weiß ich noch, das war auch noch ein Initialerlebnis. Es war klar, ich werde da auch, alle Ärzte, die Psychotherapie machten, waren Psychoanalytiker irgendwie, ne? So. Und dann hatte ich, am Ende des Studiums war hier irgendwie so eine Festveranstaltung im Hannoverschen Analytischen Institut, 15 oder 20 Jahre Analyse Hannover. Und dann bin ich da hingegangen mit einem Kumpel zusammen, Kommilitonen, haben uns das angeguckt. Und wir saßen da so und dieses Gefühl, was ich da hatte bei diesen Festvorträgen, das war das gleiche Gefühl, was ich in dieser Kirchengemeinde hatte. Ganz eng, ganz aggressionsgehemmt. Man darf nicht wirklich hier einfach mal sagen, was man will. Und es muss genau so sein und darf nicht anders sein. Das ist ein enges Denksystem. Das Körpergefühl, was ich da hatte, war original das gleiche. Und dann habe ich echt Atemnot, das kann man nicht machen. Und dann kam ein Redner, der hatte einen interessanten Namen, der hieß Fritz mit Vornamen und Simon mit Nachnamen. Also Fritz Simon erschien auf einmal da auf der Bühne, den ich nicht kannte vorher. Der aber seine analytische Ausbildung in Hannover machte und da einen Vortrag gehalten hat über systemisches Denken und systemische Therapie. Und da ist mir der Kopf aufgeflogen. Also wirklich eine Körpersensation gewesen. Ich habe gedacht, boah, ist das wahnsinnig, ist das interessant, kann man da frei denken? Stimmt, das war sogar vor dem Freiberger Praktikum war das. Das muss davor gewesen sein. Und dann war klar, ich mache eine systemische Ausbildung als erstes. Das war völlig klar. Ja. Und ich habe mir eben auch die Leute mal angeguckt. Also was für Leute finde ich in dieser Community? Das ist schon, da sieht man schon Sachen, die man am Einzelnen nicht erkennt und die man auch in der Produktbeschreibung nicht unbedingt erkennt. Aber wenn viele Menschen in einem bestimmten Feld sind, interessieren mich die Menschen. Und so habe ich auch damals angeguckt, was will ich machen? Also zum Beispiel, wenn der HNO-Professor mit seinen HNO-Oberärzten und seinen Assistenten in die Vorlesung, der hat immer alle mitgebracht, ne? Wenn die da reinkamen, merkte ich so, da würde ich gar nicht reinpassen in diese Community. Ja. Ich würde mit keinem reden können, weil die sind alle anders als ich. Manche Chirurgen fand ich cool. Also deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich eine Chirurgie mache. Das fand ich auch beeindruckend, da so aufschneiden, zusammennähen und fertig machen wieder. Das fand ich irgendwie cool, mit einem großen Befriedigungsgefühl auch, ne? Bisschen was Heroisches hat das auch. Das fand ich auch ganz beeindruckend so. Aber das war schwierig. Da war das nicht die Leidenschaft. Ich fand es interessant. Und dann fand ich die Psychiater schon interessant in Hannover. Wir hatten Kiska und Wulff, zwei sehr intellektuelle Sozialpsychiater. Wulff war mit Sartre befreundet und solche Sachen hat man da gehört. Also das waren schon echte Denker und wirklich Leute, die Psychiatrie auch verändert haben, ne? Das waren immer so einzelne Aspekte sicherlich, die mich so geprägt hatten dann. Ne? Ja, also wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja schon ein Plädoyer davon, sich mit vielen Dingen in Kontakt zu bringen immer sozusagen auf die Intuition, auf die Resonanz und auch auf, in Anführungsstrichen, die Community zu schauen. Ja. Gehen wir sozusagen, springen wir mal einen großen Schritt nach vorne. Das Thema, was uns jetzt seit 2 Jahren begleitet, plus, sag ich mal, die Art, wie es kommuniziert wird, die Auswirkungen, zu denen wir so eingeladen werden, um es mal ein bisschen vorsichtig zu sagen, die haben ja schon eine sehr starke Wirkung auf uns. Die verletzen das Thema Selbstwirksamkeit, die verletzen das Thema Sicherheit. Die verletzen das Thema Gemeinschaft. Also da werden so gefühlt alle Grundbedürfnisse einmal zumindest ein bisschen angekratzt. Was sagst du aus deiner professionellen Sicht, so als eine Art Bestandsaufnahme nach 2 Jahren andere Zeit? Also das ist echt... Das ist schon, also es für mich gehört dazu auch die nicht mehr Vereinbarkeit von individuellen Realitäten oder von Fake Facts und sowas. Für mich gehört auch dazu, das, was in Amerika in der Wahl gelaufen ist mit Trump. Was ist überhaupt Realität? Die Corona-Krise war eine extreme Situation weltweit, die, glaube ich, alle überfordert hat und auch gezeigt hat, dass wir komplettes Mittelmaß in Deutschland sind. Wir waren ja überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und dann sind ein paar Sachen echt schlecht gelaufen. Also ich bin überhaupt kein, also ich bin, am Anfang wusste ich auch nicht, weil ich habe auch ärztliche Kollegen gehabt, die sagten, na, das ist wie eine Grippe und so, dachte ich, ja komm, das ist bestimmt nur eine Grippe. Wenn du dann aber mal so anders gelesen hast, hast du wieder ganz andere Sachen gesehen. Also
Und ich habe gemerkt, dass es super wichtig ist, die Quelle, also die saubere Quellen zu haben. Und vieles war ja über Hörensagen. Ne? Hörensagen war so erzählt worden, immer noch. Nee, da braucht man schon saubere Quellen. Und das war das Problem, dass das so gar nicht so einfach war, an richtig gute, saubere Quellen ranzukommen. Wo infiziert man sich überhaupt? Das ist ja immer noch nicht ganz klar. Jetzt habe ich in der Süddeutschen neulich einen sehr guten Artikel gesehen über die Aerosole und wie die Viren in den Aerosolen mit den Mucinen irgendwie zusammen kombiniert sind. Ja, super, das kommt nach 2 Jahren. Ja, muss geforscht werden, klar. Also ich glaube, es ist erstmal sowas, so eine Riesenpandemie ist eben scheiße. Ja, wir sind ja ein bisschen naiv, haben da nicht mit gerechnet, so, aber das war klar, dass es irgendwann kommen müsste, sagen ja viele. Und das überfordert erstmal alle Systeme, alle Staaten. So, das ist wichtig. Und dann gab es die Maßnahmen dagegen, die, sag mal, nicht gut gemacht waren in Deutschland. Und die Kommunikation über die Maßnahmen, die ganz schlecht waren. Ich kann das ja immer mit Taiwan vergleichen, weil wir haben 2 Kinder aus Taiwan adoptiert und sind andauernd in Taiwan und sind auch eine deutsch-taiwanische Familie, sagen wir immer. Und Taiwan hat ein zwar sehr strenges Regime gemacht, aber hatte einen kompletten Plan. Die haben einen 125-Stufen-Plan gehabt zur Pandemiebekämpfung und haben den sofort freigeschaltet. Und am 29.12.2019 wusste Taiwan schon, dass das ein Virus ist, was von Mensch zu Mensch geht. Weil sie zum einen Leute nach Wuhan oder Kontakt aus Wuhan hatten. Zweitens wussten sie, dass die Chinesen immer lügen. Ja, das haben sie ja schon erlebt mit SARS-1. Das war ja in Taipei auch. Und die haben, da gab es eigentlich immer nur 40 oder 60 Tote. Das war ein nationales Trauma für die Taiwaner, weil die gesamte Welt sie alleingelassen hat. Die durften ja nicht in die WHO rein und haben keine Unterstützung gekriegt. Und dann hat Taiwan einfach auch wieder interessant ein ganz eigenes System entwickelt. 125-Stufen-Plan der Pandemiebekämpfung und das haben die sofort aktiviert. Dazu gehörte Masken tragen, das haben die Leute aber von alleine schon gemacht. Ne? Dann Quarantäne, und zwar Quarantäne heißt wirklich Quarantäne und nicht so ein bisschen nur, sondern richtig. Und wer die bricht, dann richtig 30.000 Euro Strafe und sowas. Also für die, die betroffen waren, war es sehr streng, aber alle anderen waren nicht betroffen. Taiwan hatte ja keinen Lockdown, hatte im Herbst des Jahres 2020 eine Christopher Street Day in Taipei mit 150.000 nackten Menschen auf der Straße sozusagen, ne? Das ging alles. Und Taiwan ist ein Land, wo sehr gern demonstriert wird. Das ist ja eine sehr lebendige Demokratie und das nutzen die. Also demonstrieren gegen alles Mögliche. Gegen die Corona-Maßnahmen wurde kein bisschen protestiert. Und das ist ja jetzt interessant. Da kann man sich fragen, wie kommt denn das eigentlich? Was haben vielleicht die Führenden dort anders gemacht als hier? Und da gibt es einen kleinen Unterschied. Der Gesundheitsminister in Taiwan, der übrigens auch Epidemiologe ist, hat ein tägliches Briefing für die Presse und für die Bevölkerung gemacht und hat sich allen Fragen gestellt. Und dieses Briefing war erst dann zu Ende, wenn keine Frage mehr kam. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Das ist Respekt. Und ich glaube, was hier falsch gelaufen ist, ist die Kommunikation, die ist desaströs. Und dass so viele Menschen jetzt impfskeptisch, vor allem ängstlich sind und dass eine Angst eine Skepsis macht, ist ja klar. Oder Impfung dann ganz verweigern, hat ganz viel mit der Kommunikation zu tun. Also das sind ja nicht alles irgendwie komische, doofe Leute, sondern das hat viel mit der geringen Qualität der Kommunikation zu tun. Und da ist ein struktureller Fehler, fand ich immer so und habe ich jetzt übrigens gelesen, auch dass Portugal das anders gemacht hat. In Portugal haben die Mediziner das kommuniziert und nicht die Politiker. Das heißt, wir haben hier Politiker, wie den Herrn Spahn zum Beispiel, das kommunizieren lassen. Nun ist er in einer speziellen Partei. Ja, wie viele Leute finden den eigentlich bundesweit gut? Muss man ja auch mal sagen. Ja, vielleicht 20%, 25%, die da hinter dem sind. Das heißt, so einem Menschen kann man nicht die Kommunikation überlassen für so ein heikles Thema, wo es ja ganz klar wird. Also ich möchte übrigens in der Situation kein Politiker sein. Ne? Ja. Egal, was du entscheidest, du verletzt immer Menschen damit. Es gibt immer Leute, deren Existenz hast du gerade aufs Spiel gesetzt damit. Ja. Aber wenn du eine andere Entscheidung triffst, dann sind es wieder andere. Also das ist schon nicht einfach. Und das hat man gemerkt, die waren nicht vorbereitet, auch mental darauf nicht vorbereitet. Und diese Kommunikation, glaube ich, hätte man anderen Leuten überlassen müssen, die mehr neutral sind, also denen man auch zutraut, dass die selbstkritisch auf was gucken und die Maßnahme nicht, die ist ja eine Befangenheit da. Wenn ich selbst eine Maßnahme durchsetzen muss, dann bin ich nicht frei im Denken dazu. Ne? Ja. Also andere Leute machen müssen, so, vielleicht so Leute wie Janga Rogisch war oder sowas. Ne? Also Leute, die sich mit Wissenschaft auskennen, die kommunizieren können. Ich glaube, man hätte ein Think Tank machen müssen, um zu gucken, wer sind richtig gute Kommunikatoren? Das können wir ja. Das Wissen haben wir ja. Wenn man sagt, wir machen einen Stab von 15 richtig guten Kommunikatoren. Das sind so Typen, die schaffen es auch mit den total Verblendeten zu reden und danach hat man das Gefühl, ey, das war jetzt gut.
ne, wertschätzende Kommunikation und sowas, hätte man machen können. Ich glaube, das wäre gut gewesen. Das ist nicht gelaufen. Und dann haben wir eben die Einschränkung der, die Verletzung der drei Kernbedürfnisse, ne, also Beziehung, ne, Social Distancing ist eine massive Verletzung. Es gibt Menschen, wenn die keinen Kontakt haben, sind die schon, das ist für die Hölle. Dann Überblick, Orientierung hat keiner gehabt und Autonomie war verletzt. Das ist ja logisch, dass das die Leute stresst. Und dann wurde ja, ich fand das auch sehr schnell, sehr emotional alles. Die Politik war sehr emotionalisiert, die Presse war emotionalisiert. Und das ist immer schlecht, wenn die Emotionen zu stark sind, kann man nicht mehr frei denken. So, ne? Und die Corona-Proteste waren extrem emotionalisiert. Also eigentlich muss man sagen, noch viel mehr. Und dann ist ja klar, wenn man so extrem emotionalisiert ist, dann ist das freie Denken und die Ambiguitätskompetenz, die ist eingeschränkt. Und dann haben wir Leute verloren, definitiv. Und ich habe ja wir haben ja angefangen mit 2G Plus im Herbst hier oder im November. Und dann waren einige Leute, die gesagt haben, nee, dann kann ich nicht kommen. Und dann habe ich ganz interessante Beobachtungen gemacht bei den Teilnehmern. Also viele haben mich auch gleich beschimpft, dass ich ja auch so gleichgeschaltet gleich bin und sowas, ne? Sowas. Aber dann habe ich mit ein, zwei telefoniert oder zwei, drei. Und da war, und wenn ich an die denke, die ich im Kurs gesehen habe, die auch so Impf- und Maskenverweigerung und all sowas hatten, das waren alles Menschen, die in der Kindheit traumatisiert waren und auch mit dem Medizinsystem. Also von daher, glaube ich, wäre es sehr klug, das Thema nicht als Impfverweigerung, sondern erstmal als Impfskepsis und Impfängstlichkeit zu beschreiben und zu gucken, was hat jemand eventuell für blöde Erfahrungen gemacht mit dem Medizinsystem. Ja. Ich bin nun wahrlich kein Pharma-Freak und Fan. Also gerade als Psychiater bin ich super pharmakritisch, also extrem. Ich finde diese Impfung total genial. Also was die beiden hier, die von mRNA, die BioNTech, was die beiden entwickelt haben, auch diese Typen, wie die sind, das finde ich schon beeindruckend. Das sind nicht die Leute, die man sonst von Big Pharma so irgendwie kennt, ne? Finde ich spannend und auch diese ganze Technologie finde ich aufregend ohne Ende. Na klar weiß man nicht, ob es da irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die man noch nicht kennt. Deswegen ist auch die schlechte Erfassung von Nebenwirkungen eine Katastrophe. Und das kriegen die Leute ja mit. Jeder kennt Leute, die Nebenwirkungen haben und dann heißt es, nee, es gibt keine Nebenwirkungen. Ich habe selbst beide Male, vom ersten Impfung und zweite und von der Boosterung, deutliche Nebenwirkungen gehabt. Auch einen Hautausschlag gekriegt, der ganz komisch war, wo die Hautärztin auch sagt, ich habe dann gefragt, meldest du das dem Paul-Ehrlich-Institut? Man sagt, nee, hat ja nichts mit der Impfung zu tun. Ich meine, das steht im Beipackzettel drin. Ja. Ich habe das dann selbst gemeldet, richtig schön offiziell und sehr dezidiert. Ich meine, ich finde es trotzdem gut, also lieber einen Hautausschlag, als irgendwie vielleicht auf der Intensivstation liegen, aber das ist nicht gut kommuniziert worden. Und was auch gar nicht kommuniziert wurde, ich meine, finde jegliche Skepsis neuen Ansätzen gegenüber erstmal gut, ja. Aber sie muss mindestens genauso fundiert sein wie die Forschung an sich auch. Und das also nur so aus dem Bauch da und nur von Hörensagen. Also alles, was ich aus dem Leugnerfeld so gehört habe, war viel Hörensagen. Ich kenne da einen, ne, und da ist einer gestorben und so. Und dann wurde das immer weiter erzählt. Ja klar, gibt's also bei so vielen, wenn man so viele Menschen impft, dann sterben natürlich welche. Und viele von denen, oder die allermeisten, werden eh gestorben. Muss ja nicht was damit zu tun haben. Ich fand das wichtig und habe auch vielen Leuten das so erzählt, dass ich das so entschieden habe für mich. Ich habe einfach gesagt, das hat ja was mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Ja. Wenn ich mit meiner Größe, meinem Gewicht und so jetzt Corona kriege, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen oder einen schweren Verlauf zu kriegen? Wenn ich mich impfen lasse, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, nicht irgendwelche kleinen Nebenwirkungen, sondern einen tödlichen oder schweren Verlauf zu kriegen? So, und das war eine deutliche, sag mal, Klarheit, die ich da hatte. Deswegen hat mir das geholfen und das hätte man auch kommunizieren können. Habe ich so nie gesehen, dass man einfach mal sagt, wir müssen diese beiden Wahrscheinlichkeiten abwägen. Und es kann natürlich sein, es kann auch sein, dass es nochmal irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die später kommen. Das weiß doch kein Schwein. Ja. Ne? Na, was ich hier bei dir auch raushöre, ist sozusagen ja auch ein bisschen was du mit der auch im Kurs, im Training hast, ist sozusagen so einmal die trennenden Aspekte und die verbindenden Aspekte, also in dem Sinne. Und ich finde sozusagen das, was ich gerade höre, erinnert mich an so eine Haltung, dass ich sage immer, wenn es nur eine Wahrheit gibt. Ja, schwierig, Und dann bin ich für mich sehr skeptisch. Und dann sage ich so, muss ich abwägen. Das ist für mich auch indiskutabel,
da sozusagen irgendwelchen Theorien anzuhängen, die nicht belegt sind. Aber immer wenn sozusagen das Gegenteil nicht sein darf, immer wenn man sozusagen nicht, wie Gunther es nennt, die eigene Realität erstmal selbst definieren kann und dann im Dialog gucken, was hat was für Auswirkungen, dann sehe ich das schon kritisch. Also das muss ich einfach sagen. Ich würde jetzt gerne sozusagen vom Problem hin zur Lösung gehen, weil wenn du sagst, das ist eine Ängstlichkeit, also Angst beschreibe ich oder aufgrund des Triggers als Hüterin der Sicherheit, dann geht es ja sozusagen um Sicherheit, dann geht es aber auch um Emotionsregulation, wo du sagtest, da sind hohe Emotionen, dann geht es aber auch um das Verbinden von Getrenntem, also wenn ich eine Situation habe, wo ich mich klein erlebe, wo ich sozusagen wieder in Regression komme, die dann wieder mit Ressourcen zu verbinden. Da sind wir ja direkt beim Thema PEP und beim Kern deiner Arbeit. Was können Menschen konkret machen, außer sich bei dir auf der Seite dr-michael-bohne.de in dem Therapeutenverzeichnis jemanden zu suchen und sagen, hey, ich habe da den Dr. Bohne gesehen, scheint eine coole Technik zu sein, probiere ich mal aus. Also was ist da so im Moment sozusagen zu tun? Naja, ich meine, wir haben ja ganz früh, das war ja schon im März, April 2020, dieses Innenleben.org etabliert. Das war ja die emotionale Selbsthilfe für Menschen in beispiellosen Zeiten, wo wir zum einen eben mit Reframings gearbeitet haben, diesen Karten, die man macht. Also zum einen, erste Seite der Karte beschreibt das, was man gerade ist, also Einschränkung der Freiheit und dieses ganze andere und zweite, irgendeine Ressource. Das ist ja im Grunde schon die Idee gewesen, wie kann man unser Know-how jetzt mal umsonst in die Welt geben, dass die Menschen davon profitieren, als emotionale Selbsthilfe. Und dann habe ich Videos gedreht auch, wo ich das Klopfen und das die Kurbeln und die Big Five und sowas erkläre. Ne, mein Neffe hat mich dann hier gefilmt und dann haben wir das ins Netz gestellt. Das kann man sich angucken. Es gibt viele Menschen, die das angucken und sich damit selbst sozusagen dadurch coachen. Macht Sinn. Was ich auch speziell finde, wir haben ja damals Pressearbeit auch gemacht, im Grunde hat das kein Schwein interessiert. Ja? Jetzt sind wir ganz überrascht, dass Corona was mit unserer Psyche macht. Uiuiuiui, das ist ja jetzt beeindruckend. Ja, 2 Jahre haben wir dafür gebraucht. Das hätte man vorher auch haben können, dass man da eine Selbsthilfe kriegt. Also die können da auf dieser innenleben.org, also innen-leben.org, Seite können sich da durchscannen und da sind auch eben auch für alle Menschen, die kein Deutsch können, diese Karten, die wir gemacht haben, sind in 27 Sprachen übersetzt worden. Ne? Und auch dann Karten für Lehrer und Schüler und für Unternehmer und für Krankenschwestern und Ärzte und Pflegepersonal und für Menschen, die mit Kindeswohlgefährdung beschäftigt sind. Also wir haben wahnsinnig viel diese Karten da irgendwie in die Welt gestreut und das wird auch genutzt. Also wir wissen, dass im Iran irgendwie Tausende von Karten runtergeladen wurden und sowas. Ne? Also man weiß gar nicht, wie das dann zustande kommt über Social Media und so. Ne? Das kann man schon machen. Das ist aber, das ist eine gute Hilfe, klar. Ich bin ja auch begeistert von PEP, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Und das ist ja sowieso auch immer die Sache mit, wenn man nur auf die Resilienz guckt, dann gucken wir sehr auf die Verantwortung des Einzelnen und uns geht aus dem Blick sozusagen die Verantwortung der Gemeinschaft. Ne? Und ich würde mich auf der anderen Seite nicht abhängig machen wollen von der Gemeinschaft, weil wenn die nicht in die Puschen kommen, dann gehe ich leer aus. Ja. Also von daher würde ich immer sagen, ich will selbst was machen, um meine Resilienz zu stärken. Gleichzeitig müssen wir politisch was machen und verändern, was insgesamt was ändert. Ne? Ja, und wenn wir dann jetzt schon beim Thema, du hast das angesprochen, ist ja auch Titel des Kongresses, bei der Resilienz an sich sind, was sind so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, und du hast ja wahrscheinlich schon mit tausenden Menschen gekurbelt, geklopft, die Big Five durchgegangen. Das hat ja auch eine sehr stark resilienzstärkende Wirkung. Ja. Das hast du, glaube ich, auch mal im Seminar erzählt, dass wenn du natürlich in Resonanz gehst, dann lernt ja dein System einen Stresskontakt. Und wenn du dann selber mit quasi dich regulierst, hast du quasi auch die ganze Zeit Resilienztraining mit. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht so der Kern des Resilienztrainings? So aus deiner Wenn ich das bei PEP betrachte, dann würde ich sagen, ist es die Aktivierung von Selbstwirksamkeit. Mhm.
dass ich eine Erfahrung mache, ich kann mir selbst helfen. Das ist, ich meine, das zeigt die Psychotherapieforschung, dass das einer der Hauptfaktoren von Wirksamkeit sind. Und das würde ich auch sagen. Auch aus eigener Erfahrung. Also das ist ja das Spannende, ist ja, wenn man mal wieder, also mal, mag man nicht, aber wenn man mal wieder in eine Krise gerät und man muss selbst mal all das häufiger anwenden, was man anderen beibringt. Also ich habe ja 2000, ich wollte ja ein Seminarhaus bauen, weiß ich nicht, ob ich es mal erzählt habe. Hast du, ja. Und habe das dann gegen die Wand gefahren da, ne? Und das ging um richtig viel Geld und richtig viel Stress. Und da habe ich echt eine Bluthochdruckkrise von 180 zu 100 gekriegt, weil es wirklich also existenziell war. Und dann habe ich, dann war ich bei einer Ärztin, die bei mir die Ausbildung gemacht hat. Und die sagte, und jetzt musst du auch schön klopfen immer, ne? Und ich, ja, stimmt, ja, klar. Ne, so, ne? Und dann habe ich dann irgendwie geklopft und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich durch das Klopfen total entspannt werde in dem Moment. Und dass ich auch durch die Bearbeitung der möglichen Selbst- und Fremdvorwürfe, die ich ja auch an Bord habe, wo ich dachte, ich habe sie nicht, aber da waren, glaube ich, latent doch schon welche, da habe ich eine große Erleichterung gespürt. Und ich dachte in dem Moment so, und das tat total gut, zu sagen, ich kann das jetzt machen hier. Ja? Ich habe jetzt selbst mich hier runtergeregelt. Was in so einer Phase immer hilfreich ist, auch andere Menschen zu haben, die einem sozusagen beistehen und mit denen man sprechen kann und sowas. Fand ich auch sehr hilfreich in der Zeit, aber das war schon auch geil zu sehen, so, und das kann ich selbst machen. Und das sehe ich bei Klienten auch. Viele Panikpatienten, mit denen ich geklopft hatte, wenn man denen gesagt hat, jetzt, wenn nächstes Mal die Panikattacke kommt, dann klopfen sie schön und dann werden sie mal sehen, dann kommen sie direkt an die Wurzel da. Das wird sich dann ändern. Und dann hat man nächste Woche gefragt, wie war es denn? Ja, ich hatte jetzt die Woche keine Panikattacke. Ah, schade. Gucken Sie mal, ob es nächste Woche dann, ob Sie es dann hinkriegen. Ne? Und nächste Woche wieder, ja, ich habe wieder keine Panikattacke. Und das war dann schon komisch, weil dann habe ich auch gesagt, sag mal, Frau Müller oder Meier, wer auch immer, sonst haben Sie alle 3 Tage eine Panikattacke gekriegt. Jetzt haben Sie schon 2 Wochen keine mehr. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die jetzt nicht mehr da ist oder nicht gekommen ist? Und was haben wirklich fast alle Patienten gleichzeitig gesagt, ist, jetzt weiß ich ja, was ich tun kann. Das heißt, Selbstwirksamkeit gegen eine Angst, Resilienz steigernd und Selbstwirksamkeit steigernd. Und das ist aus meiner Sicht das Wirksamste von allem. Ja. So, und das machen wir natürlich bei PEP unendlich, also fast schon auf groteske Art und Weise. Wenn man so einen PEP-Prozess anguckt, das ist ja kein normales Gespräch. Das ist ja ein hochartifizieller Setting sozusagen, wo dann die Leute auf sich rumklopfen, dann machen sie hier, dann sprechen sie irgendwelche Sätze aus, dann klopfen sie wieder. Also das ist ja im Grunde schon skurril, wenn man sich das anguckt. Aber wenn man die Prozesse genau anguckt, was mache ich da eigentlich? Andauernd wird Selbstwirksamkeit aktiviert bei PEP und nicht so sehr Introspektion. Wir haben zwar Erkenntnisse, die wir im Prozess andauernd poppen Erkenntnisse auf, aber nicht durch reines Reinspüren und Denken, sondern immer wieder durch einen Stimulus, den man setzt, und der spült dann neues Material hoch. Und immer wieder durch entweder Klopfen oder hier dieses Kurbeln. Ne? Das ist schon sehr anders als vieles andere, was ich kenne. Also nicht ganz anders natürlich. Ne? Ja. Im EMDR ist es ein bisschen ähnlich auch. Aber das ist schon, vieles ist schon speziell. Ja. Ja, aber beim EMDR winkst du ja nicht selber, sondern an dir wird genau, gewunken. Ja, genau, so. Genau, das hat mich auch, ich habe ja EMDR ungefähr zeitgleich mit dem Klopfen gelernt damals. Ich finde beides interessant nach wie vor. Ich finde EMDR schon einen sehr interessanten Ansatz. Vor allem, was die viel besser gemacht haben als die Klopfer, die haben es gut wissenschaftlich untersucht. Ja. Das ist beim Klopfen, weil es quasi ja fast aus so einer halb esoterischen Ecke entstanden ist, haben die das nicht gut gemacht. Deswegen war es ja auch mein Anliegen, das ein bisschen in die Wissenschaft reinzukriegen. Aber was mich gar nicht überzeugt hat, dass ich gerade im Bereich von Trauma, wo ich selbst da etwas erlebt habe, was schlecht war, dass ich wieder passiv da sitze, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und das hat mich viel mehr überzeugt durch das Klopfen, dass ich proaktiv was Eigenes machen kann. Ja. Und ein Stück weit ist es nach wie vor, finde ich diesen Begriff auch gut, das Klopfen so ein Stück Demokratisierung von Psychotherapie. Ich kann etwas tun und brauche für das erstmal keinen anderen. Das finde ich schon mal gut. Ne? Ja. Den anderen brauche ich schon noch, aber nicht bei sowas wie Affektregulation. Das kriegt man ganz gute Teile auch alleine hin. Ne? Ja. Ja, das haben wir ja auch im letzten Jahr besprochen. Das fand ich auch, oder finde ich auch immer noch einen der genialsten Aussprüche von dir, diese Demokratisierung der Psychotherapie, da wirklich den Nimbus zu nehmen, dass ich immer von außen was brauche, sondern sozusagen aus mir heraus agieren kann. Ja. Und ich glaube, das ist bei vielen anderen Dingen auch so, nur verdient dann natürlich niemand im Außen Geld, wenn man sich da selber helfen kann. Das ist, sag ich mal, auch so ein bisschen ein Hemmschuh,
mal so. Ja, obwohl ich nicht glaube, dass man alles alleine geregelt kriegt. Aber ich finde es schon, also zum einen muss man ja sagen, viele Menschen kriegen keine vernünftige Versorgung bei unserem System. Die warten monatelang auf irgendeinen Therapieplatz. Das ist nicht gut und das ist gefährlich für Menschen, wenn man in einer depressiven Thematik drin steckt. Dann kann es echt gefährlich werden und belastend. Also von daher finde ich nicht, dass unser Versorgungssystem jetzt da so schon sich ausruhen könnte. Von daher ist Selbstwirksamkeitserfahrung da hilfreich. Und zum anderen stört es mich auch, dass wir, ich bin ja selbst auf der Machtseite, könnte man sagen. Ich bin Arzt, ich bin Facharzt, habe Doktortitel, ja. So alles gut, könnte man sagen. Aber mich stört es, dass wir die Gatekeeper für Psychotherapie sind. Hm. Dass sozusagen, es gibt da die Machtinhabenden, die entscheiden dann, wer wie lange wohin darf und was man da besprechen muss. Und über das Abrechnungssystem ist ja sogar ganz klar geregelt, wie man arbeiten muss im KV-System. Das halte ich für ganz schwierig. Ganz schwierig. Also, und neue Ansätze haben es auch schwer reinzukommen, weil sozusagen über die neuen Ansätze entscheiden die alten Ansätze vertreten. Das ist so ein bisschen skurril auch, muss man sagen. Also du hast die Forschung angesprochen. Ich weiß, dass du da wirklich spannende Erkenntnisse gewonnen hast, auch über den Aspekt des sich es Vorstellens und nicht konkret Machens. Ja. Und magst du dazu nochmal zu dieser Studie, ich finde es einfach genial. Das ist eine witzige Studie. Also das ist ja die erste gewesen von drei Studien, die wir hier an der Medizinischen Hochschule gemacht haben. Die weltweit ersten FMRT-Studien überhaupt zum Thema Klopfen. Mhm. Und die erste war eben so, dass wir auch gesagt haben, mit dem Klopfen, das wackelt ja unheimlich am Kopf. Und dann ist das gesamte Bilder im FMRT sind dann zerschossen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen die Leute das nur vorstellen. Das heißt, die haben so ein Bilderset gesehen von ekel- und angstmachenden Bildern und haben dann gedrückt, wie belastend das ist, sind rausgekommen aus dem Scanner. Dann hat man die gefragt, was die blödsten Bilder waren und dann hat man denen das Klopfen gezeigt. Man hat aber nicht gesagt, dass das eine Psycho- oder Traumatechnik ist. Man hat nur gesagt, wir wollen hier was erforschen, was wie im Gehirn verarbeitet wird. Und dann haben die Leute dann geklopft und sind nochmal in die Röhre, haben zweites Setbilder gesehen und haben dann, sollten dann drei Lieblingspunkte, die sie ganz gut fanden, sich vorzustellen, wie sie klopfen. Ne? Mhm. Also haben die dann sich vorgestellt, dass sie so, so und so vielleicht machen, aber nicht wirklich, sondern in der Vorstellung nur. Und dann haben wir geguckt, was passiert in dem Moment bei den Bildern sozusagen im Gehirn und haben, und was passiert da emotional? Also die haben dann wieder geratet und wir haben die quasi bildgebenden Informationen des Gehirns gehabt. Und das war spannend, weil wir gesehen haben, also erstmal haben wir gesehen, da passiert was. Die Emotion geht runter im zweiten Set der Bilder, was nicht üblich sein muss. Also das ist nicht automatisch so, dass das zweite Set Bilder besser ist. Und was auch gut war, diese Form der Studien, die gibt es ganz viel schon mit kognitiven Distanzierungstechniken. Also das ist ein eingespieltes Studiendesign. Das haben wir sozusagen genommen und haben gesagt, wir machen jetzt aber nicht kognitive Distanzierung, sondern wir machen Klopfen, beziehungsweise imaginäres Klopfen. Und dann haben wir gesehen, der Arousal geht runter bei den Leuten und dann ist was rausgekommen. Das ist die erste, sag mal, spannende Ergebnis. Wir müssen nicht real klopfen, wir können uns das Klopfen vorstellen und wir haben auf der emotionalen Ebene eine Reduktion des Arousals. Schon mal spannend. Das noch aufregende war, normalerweise bei diesen kognitiven Distanzierungstechniken geht Arousal auch einen Tick runter. Oder geht auch runter. Und die Amygdala-Aktivität geht runter. Und was haben wir festgestellt? Arousal geht runter und Amygdala-Aktivität geht rauf. Und das ist was ganz Ungewöhnliches, was auf ganz neue Formen der emotionalen Verarbeitung hinweist. Und ähnliche, man hat sowas nur gesehen in anderen EMDR-Studien. Da war es ähnlich. Das ist schon spannend. Okay, Führt man das zurück? Ist das sozusagen... Also ich weiß auch nicht, also das ist schon, wenn man diese Studie da anguckt, ich habe für Studiendesign habe ich mitentwickelt und Klinik und so, wenn ich mir dieses neurobiologische Zeug da durchlese, das ist schon, sag mal, das überfordert schon meine Verständnisfähigkeit da. Ne? Zum einen wird das Zeug prozessiert, kann es sein, dass das hemmende Synapsen in dem Moment sind oder wird das Material einfach nur aktiviert dadurch und wir haben eine Downregulation des präfrontalen Kortexes, was ganz interessant ist. Ne? Ja. Und das ist jetzt in der Flugangststudie, die wir gemacht haben, die ist jetzt eingereicht bei Neuroscience Clinic und da ist es genauso.
Also da gibt es auch einen Hinweis, dass es ähnlich aussieht. Ne? Also wenn die veröffentlicht ist, das ist auch ein Open Source Journal, das ist ganz gut. Also werde ich da auch das auf die Homepage stellen. Aber da ist es ähnlich. Und da haben die Leute echt geklopft dann. Ne? Da haben wir dann irgendwie hier einen Brustkorb, ein Brustbein in der Mitte genommen, weil das schön weit weg ist vom Kopf. Aber war ähnlich wieder. Also von daher ist es sehr spannend. Wow, okay. Ja, ja, ich finde die Bifokalität oder die bifokalen multisensorischen Sachen ja ohnehin sehr, sehr hilfreich und auch, wie man das Klopfen halt hat, ja auch schnell zu lernen. Ne? Ja, also das kann man jemandem mal eben zeigen, und wenn man nicht die gesamten 16 Punkte nimmt, dann macht man halt irgendwie den Butterfly-Hack oder was auch immer man macht. Ja. Ja. Aber es ist immer noch besser, als da zu sitzen und absolut in der alles, was Körper aktiviert. Ja, ja, also, und dann muss man ja sagen, und dann ist Joggen und Schwimmen und Körperaktivierung natürlich auch gut. Ja. Ne, das ist nochmal stressregulierend, und das muss auch viel mehr sozusagen in unser Denken und auch das medizinische Denken rein, dass so Körper, auch Ausdauersport und sowas in dem Moment total hilfreich ist. Ne? Ja, ja. Ja. Zum Ende noch die Frage, du hast ja relativ viel mit Menschen zu tun, die starke Emotionalitäten haben und so weiter. Ich würde gern mit dir nochmal auf den Präventionsaspekt, also die präventive, sagen wir mal, Resilienzsteigerung. Ja. Was kann ich denn eigentlich jeden Tag tun aus deiner Perspektive? Also ich habe das manchmal, dass ich morgens in der Meditation sitze und ich merke, irgendwas kommt um die Ecke. So, ne, ich gehe den Tag durch und dann poppt was hoch. Dann ist es schon so, dass ich mich einfach mal eine Runde klopfe. Interessant. Ja. Ich klopfe die Punkte an der Hand und merke schon, wie ich anfange zu gähnen, Tränenfluss, genau. Parasympathikus, Aktivierung. Genau. Ja. Also ne, Wiederholung schafft Vertiefung. Ja. So. Ja. Ja. Was ist denn so aus deiner Sicht jetzt, sagen wir mal, für die Menschen, die, also ich bezeichne mich nicht als normal, wenn es diese Sachen angeht, sag ich mal, wenn man das jetzt sich anguckt, so normal resilienzfördernde präventive Themen, so aus deiner Perspektive? Also erstmal glaube ich ja, dass PEP wirklich eine Behandlungstechnik ist. Also die ist lösungs- und ressourcenorientiert und so, aber richtig geil wird PEP erst, wenn da einer sitzt, wo die Düse richtig geht. Ja. Also das, glaube ich, da ist eine viel, viel größere Stärke in der Behandlung des belastenden Materials als in der Anreicherung der Resilienz. Finde ich, das ist auch keine Einschränkung, finde ich. Also da würde ich als Resilienzstärkung vielleicht auch eher an andere Sachen, also Sinnhaftigkeit zum Beispiel, finde ich einen extremen Resilienzsteigerungsaspekt. Und wie du schon sagst, Meditation, damit habe ich die Möglichkeit, Achtsamkeitsübungen und sowas. Und dann, wenn was kommt, dann eben zu klopfen. Das ist schon, aber wenn ich jetzt weiß, ich kann klopfen, dann ist das ja wiederum resilienzstärkend. Wenn ich weiß, egal jetzt, was kommt, also wenn ich totalen Stress kriege, dann klopfe ich ein paar Runden und das hilft mir. Und auch die Big Five abzuscannen, also die Big Five-Lösungsblockaden. Mache ich mir gerade irgendwelche Vorwürfe? Mache ich anderen Vorwürfe? Hänge ich in so einer Erwartungsschleife fest und mache mich da von jemandem anders abhängig? Habe ich eine Altersregression oder fühle ich mich wirklich so alt, wie ich bin? Und bin ich vielleicht irgendwo verstrickt in parafunktionalen Loyalitäten, die es mir nicht erlauben, den nächsten Schritt zu gehen? Das finde ich schon auch, sagen Sie, ist schon so ein gutes, resilienzstärkendes Mindset. Ne? Ja, also kommt es wieder auf. Aber da würde ich an der präventiven Stelle, ich finde nicht, dass PEP alles und überall und immer das Bessere ist. Überhaupt nicht. Aber wenn, von daher würde ich sagen, also immer wenn Material aufpoppt, dann ist es total gut. Und dann eben dadurch, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ich kann was machen, hat das wieder Auswirkungen auf mein Selbstwirksamkeitskonzept. Ne? Ja. Ja, also auch dieses Kurbeln, ich glaube, wie jeder, geht mir manchmal echt super auf die Nerven. Und dann, genau wie du auch mit dem Bluthochdruck und dem Seminarhaus, sitzt man da, denkt, boah, wenn es doch nur irgendwas gäbe, ne, weiß ich nicht, ein paar hundert Tage Ausbildung gemacht. Und manchmal, also ich schreibe dann schon die Gedanken auf, und wenn ich sie dann aufgeschrieben habe und den dann sehe, fange ich halt an, einfach eine Runde, auch wenn ich liebe und akzeptiere ich mich, ist mein Favorit. Und meistens muss ich dann schon lachen. Und das finde ich so spannend, dass man für die Zustandssteuerung schnell so viel das machen kann. Ja, das ist es. Da ist es für deine Domäne, ewig im Kopf hängen kann. Ja, klar.
immer wieder die Schleife drehen und das finde ich echt spannend. Und gerade wenn, also wenn man lange festhängt in etwas, dann hat man meistens Big Five am Start auch. Man fühlt sich ganz ausgeliefert einer Situation und ist also in Altersregression oder man macht sich viele Vorwürfe oder anderen Vorwürfe oder erwartet irgendwas vom anderen und hat damit, also wirklich macht sich komplett abhängig davon anderen. Da ist es wieder super hilfreich. Aber man hat dann eben schon Material. Also da kommt Pep wieder zur Anwendung sozusagen. Ne? Also wenn jemand, ich mein das so, wenn so Leute völlig entspannt an so einem Wochenendkurs so sitzen, ne, und sind alle gut drauf, es ist ein schöner Raum, es gibt tolles Catering, alles nette Leute. So, und jetzt machen wir Pep, würde ich sagen, lass es, macht irgendwas anderes Schönes. Aber macht jetzt kein Pep. Ne, weil das braucht ihr nicht. Und dann ist es auch, der Wow ist dann auch nicht so. Ne? Also Pep ist richtig gut, wenn nichts anderes mehr geht. So, dann, oder wenn es richtig große Belastungen sind, dann macht es richtig Spaß. Also wenn richtig, richtig die Kacke am Dampfen ist, dann habe ich das Gefühl, yes. Ne? Und das ist dann schon auch geil, weil ich habe in keinem anderen Verfahren so oft ein Flow-Gefühl wie bei Pep. Also ich bin oft echt im Flow, weil Flow entsteht, wenn Anforderungsprofil und Fähigkeitenprofil beide hoch sind. Und mit diesem extrem komplexitätsreduzierten System bei PEP kann ich bei noch so komplexen Anliegen wirksam bleiben. Und da habe ich sonst früher, wenn ich verstehen wollte, was jemand hat, dachte, oh Gott, ist das ein kompliziertes Thema. Wow, da bin ich schon fast mitgestresst. Und wenn jetzt hochkomplexe Themen kommen, dann arbeite ich verdeckt und dann weiß ich eh nicht, worum es geht. Und dann gucke ich nur, was für starke Emotionen kommen da raus, was für Big Five hat jemand am Start und dann kann ich sofort loslegen. Und das ist schon auch klasse. Also wenn ich in der Arbeit ein Flow-Gefühl habe, finde ich, ist nicht das Schlechteste, ne? Ja, was ich so für mich spannend finde, ich meine, ich arbeite auch viel mit Pep in meinen Coachings, dass du zum Teil Menschen auch in Anführungsstriche dahin konditionierst, wenn sie so in ihre Jammerschleife, also wir haben ja oftmals diese Jammerschleifen und dieses Opfererleben und dann kommt ein Jammersatz und wir sagen, super, das lassen Sie uns doch mal kurbeln. Und dann kurbeln die das, was kommt um die Ecke, nochmal so. Wo waren wir gerade? Und dann haben die zum Teil Problemamnesie, dass sie sagen, ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann erinnert man, sagt, ja, nee, das war ja eigentlich gar nichts. Und Genau, das das ist schon finde ich, distanzierter. genau, und da, dieses Distanzieren, auch diese schnelle Veränderung, wenn man sozusagen die Menschen auch in die Selbstwirksamkeit bringt, finde ich grandios. Das Also ist schon das spannend. ist, Ohne ja. Frage. Also deswegen bin ich ja nach wie vor begeistert davon, ne? Ja, hast ja auch mal gesagt, wenn du irgendwann nicht mehr davon begeistert wirst, machst du was anderes. Ja, Dann absolut. Also das ist ja eh die Frage, wie lange macht man das eigentlich noch, ne? Aber gut, jetzt unter Corona, dieses ganze Zeug, das nervt mich komplett, weil es so anstrengend ist und ich mag nur Präsenzkurse. Ich mag keinen Online-Unterricht. Das ist nicht mein Thema. Und ich habe auch gemerkt, das merke ich ja selbst, wenn ich in Online-Kongressen irgendwie bin oder so. Es bleibt weniger in mir, in meinem Körper hängen, als wenn ich live irgendwo bin, in der Dreidimensionalität. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir Hologramme entstehen lassen können. Also, oder wenn wir über VR-Brille wirklich ein Raumgefühl, eine Dreidimensionalität und sowas fast haptisch Anmutendes vom anderen haben, dann weiß ich nicht, wie das ist. Aber dann fände ich es auch ganz gruselig, weil das Ziel ist ja dann irgendwann, dass wir eigentlich nur noch alle zu Hause sitzen mit einer VR-Brille und gar nichts mehr machen. Ne? Und Smart City und Smart Home und so, also das ist, da können wir auch nochmal drüber reden. Das ist schon auch, sag ich, ganz, finde ich, nicht attraktiv. Man braucht dann auch nicht mehr so große Wohnungen. Man hat den einen Ja. Raum Genau, mal in einen seinem Raum, ne? Sessel, man wird gewaschen automatisch und ist halt nur noch, ja, dann braucht man auch Schönes Buch irgendwann den hier. Körper nicht. Super Buch, was ich gerade gelesen habe. Kritik der digitalen Unvernunft von Matthias Eckhold, Karauer Verlag. Ganz großartiges Buch, gerade ganz super aktuell zum Thema. Finde ich sehr spannend. Also, das ist ja die Nähe. Ich meine, wir können ja mal fragen, was ist denn das nächste? Also, erstmal kann es sein, dass wir jetzt in pandemischen Zeiten leben. Ne? In 6 oder 8 Wochen kommt das nächste Virus, was noch infektiöser und noch tödlicher oder jetzt wieder vielleicht dann tödlich ist. Ja, jetzt, das Omikron scheint ja nicht so gefährlich zu sein. Das ist doch gar nicht ausgeschlossen, dass es ein Virus gibt, was brutal gefährlich ist. Ja, Was auch immer da zusammengebaut wird, ne? so. Was machen wir dann? Ne? Also, es kann sein, dass das ein Stück Alltag wird, so was Pandemisches. Immer wieder kommen neue blöde Erreger. Und dann wird es ja, sag mal, wenn ich höre, dass ein Drittel der Amerikaner immer noch denken, die Wahl ist geklaut, dem Trump, ne? Und 40% glauben, dass irgendwelche Mikrochips eingepflanzt werden. Also ich fände das ja mal spannend, so ein Mikrochip zu haben. Ne? Vielleicht werde ich ja noch, sag mal,
intelligenter dadurch oder sowas, weiß ich nicht. Dann ist es schon erschütternd. Und wenn ich dann noch gucke, was über Deepfake, also wir haben es ja jetzt schon so, dass es eine kommunikative Bubble gibt, die sich abgeschottet hat von anderen Bubbles. Und da geht, finde ich, Matthias Eckholt sehr gut drauf ein, wie solche Bubbles entstehen. Und wenn man dann Deepfake anguckt, also dass man quasi Filme dreht von Leuten, die es gar nicht gesagt haben, also das, ich glaube, das wird aufregend. Also wir sind, und das wollte ich nochmal davon sagen, ich glaube, Corona hat uns sowas von klar gemacht, dass wir in der VUCA-Welt leben. Ja. Also das hatten wir immer schon so, ja, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Aber das hier jetzt ist der totale, sag mal, VUCA-Booster. Ja. Das ist ja das. Also wir müssen, das ist, glaube ich, die Zukunft. Und damit muss man, da braucht man, glaube ich, viel Resilienz. Habe ich jetzt auch gemerkt. Also kann sein, dass ich meinen Kurs on the fly irgendwie da abbrechen muss jetzt oder was? Oder dass dann 5 Leute rausfallen. 2 Mitarbeiterinnen sind jetzt schon krankgeschrieben seit gestern. Ne? Und ich merke, ich kriege totalen Stress, wenn ich denke, so soll das nicht sein. Ich möchte Stabilität. Ne? Dann kriege ich kompletten Stress. Aber wenn ich denke, ja, interessant, mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? Ja. Mal gucken, jetzt haben wir das schon verändert und das verändert und Catering müssen wir jetzt anders machen und so. Ich glaube, das brauchen wir mehr denn je, uns auf VUCA einzustellen. Ja, ja, das glaube ich auch. Und dafür ist ja auch der Kongress gedacht, da möglichst viele Impulse zu kriegen. Also wie gesagt, ich kann dir da nur ein ganz großes Danke sagen für deine Ideen, Gedanken. Wie gesagt, der eine Teil ist ja auch Potenzialentfaltung und ich finde, dass sozusagen deine Arbeit und du als Mensch da sehr sinnbildlich auch für stehen. Deswegen danke. Ne? Also ich finde auch immer Vorbilder gut, mit denen man dann in Resonanz geht. Danke auch für deine ganzen anderen Sichtweisen. Das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Da ist ja immer sehr klar und präzise. Und ich wünsche dir einfach eine möglichst testmäßig negative weitere Seminarzeit. Ja, noch nie war Negativität so positiv. Genau. Womit wir wieder beim sowohl als auch sind. Ne? Also, ja, genau. Positivität macht nur bei Negativität Sinn. Insofern. Genau. Ja. Michael, prima. Alles Gute. Hab ein tolles Jahr. Ja. Wir sehen uns. Bis dann. Vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.